Einen wunderschönen. Ja, ich würde sagen, machen wir mal wieder ein Overwatch. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir eins hatten. Und schauen mal, was wir für einen Suspekt kriegen. Irgendwie ist es doch immer das 2. Runde 2, ein Kill. 1, 1, 1. Okay. Smoke. Zählt es für mit 1 zu 0. 3 Ts am Spawn. Einer macht sich auf den Weg nach B. Was versucht der da? Bunny Hops? Okay. Ein hektischer Spiel auf jeden Fall. Ich würde mal behaupten, keine sehr hohe Helo. Seiten natürlich nicht wirklich irgendwie, ne? 3 mit 0 Kills. Was macht der da? Und er spielt auf jeden Fall eine relativ hohe Sense. Wo ein bisschen arg am Rumzappeln ist. Irgendwie holen sie zwar die Runden, aber wofür wurde der gute Junge bis jetzt reportet? Also irgendwie. Okay. Ich würde sagen, er ist ein bisschen mehr der Gute. Alter Schwede, das spielt ja scheiße. Okay. Dafür ist er eigentlich. Ja, was passt da nicht? Er spielt so hektisch. Kriegt nichts geschissen. Wofür haben sie den reported? Wie sieht es jetzt aus? Ja, mit dem Top-Trigger, wie auch immer. Naturtalent Silber 1.
Oder doch morsches Holz. Alle halten sich lang auf. Irgendwie tendiere ich ja zu einer leichten Vision Assistance mit einem. Okay, Griefing. Definitiv Griefing. Okay. Also ein Griefing hat er jetzt auf jeden Fall schon mal drin. Top Trigger hin oder her. Das kurz an der Auge einer M4. Okay. Damit haben sie ihren ersten Bot. Also er provoziert das Griefing auf jeden Fall. Ich vermute. Er hat keine Ahnung von dem Spiel, das sieht man. Er hat Hex. Er weiß aber absolut nicht, wie er sie benutzen soll. Smoke. Den hört man jetzt. I am blending the bomb. Naja, ich würde sagen, Griffin. Aim Assistance. Na, ich würde mal sagen, er hat auf jeden Fall eine leichte Vision Assistance. Und auf jeden Fall Griefing. Ich weiß nicht, Aim. Ja, mit der Scout, die Flixi kann man nicht immer hundertprozentig machen. Ja, Vision, ja, die Bunny Ops haben ja nicht wirklich funktioniert und definitiv Griefing. Könnt ihr mal in den Kommentaren drunter schreiben, was ihr dazu meint. Also, ich fand es schon ein bisschen dreist und ich meine, Teammate mal ein bisschen anzuschießen. Mein Gott, das machen wir alle mal, aber nicht während der Runde und nicht wirklich, wenn es ein 2v1 ist und dann noch seinen eigenen Mate wegrotzen. Und auch so wie er, naja, ausgerichtet hatte. Pit und so weiter, er hätte ja auch, ich sag jetzt mal einfach, die Bombe ignorieren können, Short gehen, er war sich immer sicher, dass der da ist. Und auch so, ich denke mal, das wird ein neuer Spieler gewesen sein. Keine Ahnung vom Spiel, ach komm, scheiß drauf, ich krieg immer nur auf die Fresse, ich weiß ja nicht, wie ich besser werden soll. Dann hole ich mir einfach mal Hex. Naja, gut. Der Account ist auf jeden Fall wieder weg. Viel Spaß beim nächsten Account. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal gerne einen Daumen da lassen oder auch mal ein Abo. Würde mich sehr darüber freuen. Dann sehen wir uns vielleicht am Samstag wieder. Alles klar, bis dann und tschüss.